Welche Rolle spielte Bietmann bei der GWG? Und unterhält er bis heute Verbindungen zu der Firma? Rusitz im Februar 2009. Wir fahren erneut nach Thüringen und gehen den alten Spuren nach. Wie steht es heute um die GWG und ihr Gelände? Von außen ist nur noch die alte Fassade der einstigen Bullenmast erhalten. Innen sind die Ställe vollständig abgerissen. Die Gebäude verfallen. Wie konnte die Sparkasse dieses Gelände mit Millionensummen beleihen? Hier sollten einmal blühende Landschaften entstehen. Ein Trümmergrundstück ist geblieben. Nur noch das Verwaltungsgebäude der GWG ist erhalten, doch es ist verlassen. Wir finden heraus, bis zum Dezember 2005 gehörte es noch Rechtsanwalt Bietmann und seinem Geschäftspartner Kolle. Die GWG ist inzwischen pleite. Seit gut 3 Jahren läuft bereits das Insolvenzverfahren. Hals über Kopf wurden die Büroräume verlassen. In den Hinterlassenschaften eine Spur, ein Hinweis darauf, wer hier mit wem Geschäfte gemacht hatte. Wiederholt taucht hier ein Name auf: Bietmann. Er bestreitet seit Jahren, jemals an der GWG beteiligt gewesen zu sein. Der Sachverhalt ist eindeutig. Eine Gesellschafterposition hatte ich nie inne. Und diese Gesellschafterposition ist zwischenzeitlich auch so oft geprüft worden, dass es mir eigentlich fast schon lästig ist, jetzt zum 100. Mal zu erklären, dass ich es nicht bin und nicht war. Doch hieran gibt es Zweifel. Die Spur führt zurück nach Köln. Dort wurde die GWG 1991 gegründet. Hier in Rösrath, wenige Kilometer von der Kölner Stadtgrenze, residierte sie zeitweise. Unter einer Kanzleianschrift von Rechtsanwalt Bietmann. Ein Zufall? Uns liegen Treuhandverträge aus den Jahren 1991, 94 und 96 vor, wonach Bietmann verschiedene Treuhänder einsetzte. Sie sollten für ihn Gesellschaftsanteile an der GWG halten. Er selbst war vertraglich sogenannter Treugeber. Konrad Adenauer, der Enkel des ersten Bundeskanzlers, ist Notar. Er soll für uns die Treuhandverhältnisse bewerten. Wenn man diese Notarurkunde hier sich anguckt, und so kann ich als Notar, der ich solche Urkunden ja auch mache und sie eigentlich ist ein Muster hier kenne, nur sagen, dass hier Herr Bietmann auftritt als so ein Treugeber und eine andere Person als Treuhänder. Das heißt, der Treuhänder tritt nach außen auf als Inhaber eines Geschäftsanteils an einer GmbH. Und Bietmann ist sein Geschäftsherr, also er ist der, der dahinter steckt. Das ist sein Geschäft, was ein anderer für ihn wahrnimmt und das möglichst verdeckt. Die Kanzlei Bietmann beschäftigt heute über 20 Anwälte und Steuerberater. Ein Interview gibt Bietmann uns heute nicht mehr. Schriftlich teilt er uns mit, er habe lediglich für einen Dritten Geschäftsanteile gehalten und das nur bis 1996. Aus diesem Notarschreiben von 1997 an Bietmann ergibt sich etwas anderes. Der Notar überprüfte die Besitzverhältnisse an der GWG und stellte fest, dass Bietmann und sein Geschäftspartner, der Steuerberater Kolle, jeweils insgesamt 50% des Stammkapitals über die Treuhänder halten. Professor Hans-Joachim Voges ist Fachanwalt für Wirtschaftsrecht. Ihn bitten wir, das Schreiben zu bewerten. Also wenn ich mir dieses Schreiben von dem Notar vom 11. März 97 ansehe, dann muss ich daraus schließen, dass wirtschaftlicher Eigentümer, also nicht der formelle Inhaber der Gesellschaftsanteile, wirtschaftlicher Eigentümer sowohl der Bietmann als zur anderen Hälfte sein Sozius, der Steuerberater Kolle, sind. Warum bestreitet Bietmann, an der GWG beteiligt gewesen zu sein? Unterhielt er später noch Beziehungen zu der Firma? Und welche Rolle spielte die Sparkasse dabei? Für den Mann mit den vielen Beraterverträgen geht es nach seinem Gastspiel im Osten zurück an den Rhein und
steil bergauf. Ende der 90er Jahre macht Bietmann in Köln Karriere. Der Multifunktionär wird 1998 Fraktionsvorsitzender. Dann löst die Kölner CDU nach Jahrzehnten die SPD als stärkste politische Kraft im Rathaus ab. In Köln steht Bietmann im Zentrum der Macht. Drei Jahre später zieht Bietmann in den Bundestag ein, behält aber seine politischen Ämter in Köln. Wo über große Projekte entschieden wird, ist er mit dabei. Selbst bei Parteifreunden kommt Skepsis auf. Immer wieder wird ihm vorgehalten, öffentliche Ämter und private Geschäfte nicht sauber zu trennen. Also ich halte ihn für einen Großmakler ohne Gewerbeschein. Also über Grundstücke, andere Objekte, Personen, Posten und so weiter, Dienstleistungen vor allen Dingen. Das heißt also, meines Erachtens sind das nur Bemäntelungen von Geldzuwendungen. Die Einschätzung des CDU-Parteifreundes Konrad Adenauer. Bietmann als schwarzer Räuber mit dem damals mächtigsten SPD-Mann der Stadt im Karneval. Und dann beim Abschluss des ersten schwarz-grünen Bündnisses in einer deutschen Millionenstadt. Bietmann nutzt jede Chance. Bei der Sparkasse ist er inzwischen Vorsitzender des Verwaltungsrates. Die GWG, mit der er Privatgeschäfte macht, erhält in den folgenden Jahren weitere Millionenkredite. Bietmann ist auch Vorsitzender des Kreditausschusses. Zu dieser Zeit ist Gustav Adolf Schröder Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. SPD-Mitglied Schröder und sein oberster Kontrolleur Bietmann arbeiten eng zusammen. Dann bringt ein politischer Skandal Schröder in Bedrängnis. Wie schätzt der ehemalige Verwaltungsrat Stankowski dessen Folgen ein? Also das war im März 2002, wurde bekannt, dass auch der Vorstandsvorsitz der Sparkasse, Gustav Adolf Schröder, in den SPD-Parteispenn-Skandal verwickelt war. Er war überhaupt nicht da, war auf einer Weltreise. Es gab ein Riesenaufsehen in der Stadt, vor allen Dingen in der Sparkasse selber. Vorstandskollegen waren entsetzt. Es gab Druck aus dem Verband, der war immerhin Obmann des Deutschen Sparkassenverbandes. Und er hätte eigentlich zurücktreten müssen. Nicht aus juristischen, sondern aus politisch-moralischen Gründen. Also der Mann war fällig, das war völlig klar. Es kann nicht der wichtigste Sparkassenfunktionär in Parteispendenskandal verwickelt sein. Und dann kommt er zurück, tritt aus der SPD aus. Am nächsten Tag macht der Bietmann eine Pressekonferenz und sagt, ich habe alles geprüft, es ist alles korrekt, es ist nichts dran. Und hat eigentlich den Kopf von Schröder gerettet. Welche Rolle spielte das Verhältnis der beiden wichtigsten Männer der Sparkasse bei der Affäre um die Beraterverträge? Welche Geschäfte wurden eingefädelt?